Hallo liebe Zielgruppe, hier ist das Supportnet aus Berlin. Mein Name ist Jakob und wir haben heute zu Gast bei unserer wöchentlichen Interviewreihe Tobias Wittkopf, einen der beiden Geschäftsführer von Gorilla Cases in Berlin. Hallo Tobias. Hallo. So, Bild und Ton funktionieren, das ist ja wunderbar. Kannst du uns eigentlich mal erklären, was ihr da genau im Herzen Kreuzbergs macht? Ja, sehr gerne. Wir stellen das Gorilla Tube her. Das Gorilla Tube, ich halte es mal hoch, ist ein Carbon-Case für das iPhone. So sieht das dann aus, wenn man das rausnimmt. Also ein Hardcase für das iPhone, was aus Carbon hergestellt wird. Carbon ist ein sehr leichtes, gleichzeitig sehr, sehr stabiles Material. Viele kennen das vielleicht auch von Fahrradrahmen zum Beispiel oder auch aus dem Flugzeugbau. Dieses Case ist im Prinzip eine Röhre, deswegen nennen wir es auch Gorilla Tube. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, so ein bisschen. Man schiebt das Telefon einfach rein, dann ist es gesichert. Unten kann es auch nicht rausrutschen, weil ein Band das Rausrutschen verhindert. Und wenn man es braucht, zieht man am Band und das Telefon kommt wieder raus. Das ist also insofern ein anderer Ansatz an einen iPhone-Case und von daher auch einmalig. Das ist ja ein ganz interessantes Produkt. Wie seid ihr denn eigentlich auf die Idee gekommen? Auf die Idee gekommen sind wir noch während unseres Studiums. Wir hatten damals gerade neue Laptops bekommen und mussten diese sicher verwahren, weil wir ins Gelände damit mussten. Wir haben Geografie studiert und haben also nach einer Tasche gesucht für die Laptops und haben nichts gefunden. Es gab damals nur diese Neopren-Taschen, wie man sie kennt, oder schwere Alu-Koffer. Und wir brauchten halt was dazwischen, was sehr leicht ist, damit man es mit rumtragen kann, aber gleichzeitig so stabil wie so ein Alu-Koffer. Und da gab es nichts. Und dann haben wir uns also daran selber gemacht, dass wir uns aus Carbon einen Koffer für die Laptops gebaut haben. Ja, da ist die Idee entstanden. Du hast ja gerade schon das Material Carbon angesprochen. Da gab es bestimmt auch Schwierigkeiten zu bewältigen im Produktionsprozess. Sehr viele. Das war eigentlich die Hauptschwierigkeit. Wir mussten erstmal überhaupt für uns rausfinden, wie wir das herstellen können aus Carbon und dann jemanden finden, der das professionell für uns in Serie herstellen kann. Das war die Hauptschwierigkeit. Und wie lange habt ihr dafür gebraucht? Anderthalb Jahre ungefähr war dieser ganze Entwicklungsprozess. Ja. Du hast ja gesagt, am Anfang habt ihr eigentlich nach einer Lösung für euch selbst im Studium gesucht. Wer sind denn dann heute so typische Kunden? Typische Kunden sind natürlich iPhone-Nutzer, weil dieses Case es bisher für iPhones gibt. Und da sind es welche, die also kein Case haben wollen, was ständig am iPhone dranbleibt, diese Backcover, die man kennt. Sondern es sind Leute, die das iPhone roh haben wollen, wie es sozusagen geschaffen wurde, sage ich mal. Und wenn sie es nicht benötigen, dann sicher verwahren können in einem Case und einfach in die Tasche stecken können, ohne dass man darüber nachdenken muss, ob man sich aus Versehen draufsetzt oder sonst was damit passiert. Das sind die typischen Kunden und natürlich sind es welche, die auch, sage ich mal, designaffin sind, also die auch darauf Wert legen, dass es ein bestimmtes Material auch ist, was ansehnlich ist und womit man sich sehen lassen kann. Aha. Warum produziert ihr denn eigentlich diese Cases bisher nur für Apple-Produkte? Wir stellen diese Cases bisher nur für Apple-Produkte her, weil wir seit der Gründung keine Zeit mehr hatten, uns um andere Produkte zu kümmern, leider. Was heißt leider? Das ist auch eine sehr schöne Sache natürlich, weil wir voll ausgelastet sind mit der Herstellung der Apple-Cases. Und zudem ist es so, dass es bei Apple der Vorteil ist, dass das iPhone immer sehr lange am Markt ist, also die Formgebung des iPhones, also bis ein neues Modell rauskommt, was bei anderen Herstellern nicht so gegeben ist. Und bei der Herstellung von Carbon ist es so, dass man immer für eine Form sehr teure und aufwendige Stahlformen erstmal herstellen muss, die sich natürlich dann auch rentieren müssen erstmal. Ich habe noch eine Frage. Wir hier im Büro haben heute gerade über Gorilla Glass, die zweite Generation, gesprochen. Ist diese Namensähnlichkeit zufällig oder gewollt? Steht ihr mit Gorilla Cases in irgendeiner Verbindung mit Gorilla Glass? Nein, der Name ist zufällig.
den gab es auch damals noch nicht, das Gorilla Glass, als wir angefangen haben. Damals, das war noch vor iPhone-Zeit sozusagen, unsere Namensfindung. Und das ist daher rein zufällig. Eine Frage zum Schluss. Was dürfen wir denn in diesen und in den kommenden Jahren noch von Gorilla Cases erwarten? Wir arbeiten zurzeit an einer neuen Hülle, die einen Carbonkern zwar haben wird, damit die Stabilität gegeben ist, aber außenrum mit Leder bespannt sein wird. Das haben wir vor, weil es sehr viele Kunden gibt, die also zwar die Stabilität von Carbon sehr schätzen, aber als Äußeres doch eher auch mal andere Farben haben wollen und wir selbst sehr gespannt sind, was wir mit Leder da alles erreichen können. Das ist eine Sache. Zum anderen arbeiten wir schon länger an einem iPad-Case, auch aus Carbon. Da gibt es nur auch wieder natürlich erneut Schwierigkeiten in der Herstellung, weil es sehr schwierig ist, solch breite, also die Röhre müsste ja dann viel breiter sein fürs iPad, sage ich mal ungefähr so breit. Und bei dieser Breite ist es sehr schwierig, eine angenehme Oberfläche trotzdem zu halten, ohne dass es Strukturschwächen, sage ich mal, gibt. Deswegen sind wir da noch im Entwicklungsprozess. Aber das iPad Case steht auch ganz oben auf unserer Liste. Ja, dann wünsche ich euch dabei viel Erfolg. Für unsere Zuschauer, wer also mal vorbeigucken möchte bei den Gorilla Cases im Online-Shop, die E-Mail, die Internetadresse findet ihr im Begleittext zu diesem Interview. Und ich wünsche euch nach Kreuzberg weiterhin viel Glück und danke nochmals für deine Zeit. Vielen Dank, wir haben zu danken. Tschüss, Tobias. Tschüss.